Freunde, heute werde ich auf einem Pferd reiten. Und mit dem Pferd so schnell reiten, dass ich der Schnellste von allen werde. Ich werde jede anderen Pferde überholen und dann der Schnellste im Pferderennen. Schaut das Video um mich bis zum Schluss. Lasst ein Like da unten, ein Abo. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Oha, Freunde, wir spielen den Horse Simulator. Das heißt, wir werden heute Pferderennen veranstalten. Wir werden hier vorne einfach rennen, Leute. Boom. Let's go. Und jetzt müssen wir mit unserem Pferd den ersten Platz bekommen. Let's go. Komm, Galopp. Komm, Galopp. Komm, Galopp. Komm, Galopp. Wir sind komplett langsam. Das Junge, was soll das denn, Alter? Wir sind letzter Platz. Ey, Leute, ich kann aufgeben. Exit raus hier, Alter. Komplett letzter Platz. Habt ihr es gesehen? Ganz hinten, komplett langsam. Ey, willst du mal schneller werden, Pferdchen? Hm? Was hältst du davon? Ah, okay, so wird man also schneller. Man muss hier vorne trainieren. Oh, Sim Lucky, nee, Billy, was machst du denn hier? Du musst mit, also du trainierst jetzt auch, oder was? Oh yeah, richtig gesehen. Let's go. Eine Frage an dich, Billy. Wenn man fährt, ja? Wenn man fährt, also Pferderennen macht, ja. Ist man dann der Sportler oder ist das Pferd der Sportler? Ich glaube, das Pferd ist der Sportler. Nein, Mann, ist beide sind Sportler. Also, guck mal, hier können wir einfach Geschenke abholen. Lol, let's go. Let's go, Freunde. Ein paar Geschenke abgeholt. Jetzt können wir hier vorne eine Wiedergeburt machen. Boom. Auch, schau, let's mal, go. Unten rechts bei Super Wind. Hä, was meinst du, wie Super Wind? Was ist denn dort? Hau dir das mal an. Yo, 2 Robux? Hä, was ist das denn? 2 Robux? Das kaufe ich mir, Leute. 500 Robux auf 2 Robux. Lass mal alle Like da und ein Abo dafür da, dass ich mir das jetzt gekauft habe. Aber was bringt das überhaupt? Keine Ahnung. Lass ein Like und ein Abo da, damit ich mir das leisten kann. Ich kann mir nicht mal das leisten. Alter, lol. Ey, Leute, wir werden jetzt richtig stark. Guck mal, wir haben hier schon 400 Energie. Lass mal schauen, ob wir jetzt noch immer der letzte Platz sind, wenn wir jetzt einmal hier rennen. Weil wir haben jetzt ein bisschen trainiert, Freunde, auf dem Laufband. Und jetzt mal schauen, Freunde, let's go. Und nimm das, Ufri, Alter. Kann ich gegen dich rennen? Nein, kannst du nicht, denn ich werde dich gerade... Ja. Guck mal, doch, kannst du eigentlich so machen. Ey, Billy, lass es ganz am Schluss so machen. Ich mache gegen dich ein Pferde 1 vs. 1 Rennen, okay? Aber erstmal trainieren wir und versuchen hier den ersten Platz zu schlagen. Guck mal, ich merke gerade, Freunde, ich bin gerade fast der letzte Platz, aber nicht ganz. Ich bin Vorletzter. Ich bin auch Vorletzter. Guck mal, Leute, ich bin einfach nicht Letzter diesmal, sondern Vorletzter. Mal schauen, wie viele Siege ich plus bekomme. Ich bin auf dem, warte, ich bin auf dem 8. Platz, ja, okay, nee, 9. Platz, es gibt 10 Leute und ich bin der 9. Platz, hab 23 Sekunden gebraucht und der erste Platz, der Junge, der hat nur 4 Sekunden gebraucht, um bis zum Ziel zu kommen. Ja, dafür müssen wir also echt hart trainieren, Freunde, aber wir haben 15 Siege und damit holen wir uns erstmal hier vorne ein Ei, bumm, let's go und mal schauen, was wir für ein Haustier bekommen, weil wenn wir ein Haustier ziehen, oh, ein Hasen. Der Hase, Leute, gibt uns bestimmt Plus, oder? Der gibt uns jetzt mehr Energie. Hund habe ich bekommen. Du bist auch ein Hund. Hast du mich gerade Hund beleidigt, Billy? Ist das dein Ernst? Oh, ich habe auch einen Hund bekommen. Ich habe auch Billy bekommen. Okay, jetzt noch mal essen. Mal schauen. Ah, und wir haben einen Hasen wieder bekommen. Lass uns mal die 3 Haustiere ausrüsten, die wir gerade bekommen haben. So, zack. Der Hund ist auf jeden Fall ziemlich gut. Der gibt 1,9 Plus. Der Hase gibt 1,4 Plus. Okay. Ich würde sagen, Freunde, let's go. Wir trainieren weiter. Und boom, mal schauen, wie viel wir jetzt bekommen. 12 pro Sekunde. Ey, guck mal, Billy, diese Haustiere geben voll viel Plus. Jetzt kriegen wir schon 12 Plus pro Sekunde. Bro, zieh so viele Hasen, wie du willst. Ich zieh gleich die krasseren Eier. Und dann kriegen wir krassere Haustiere Plus. Ich hab noch einen Hasen bekommen. Okay, Billy, alles klar, Junge. Oh, ich kann hier vorne ein Haustier ziehen. Ey, ist das krass, Freunde? Ja, das ist gut. Die Katze. Lass uns die ausrüsten. Und jetzt kriegen wir 41 plus, was? Wir kriegen 41 plus, das ist mal richtig OP. Alter, wie schnell sind diese Pferde da oben? What the chuck? Guck mal, wie schnell die im Gegensatz zu uns sind. Alter, wir sind so langsam. Guck mal, wie langsam wir sind im Gegensatz zu den Pferden. Geht's denen gut, Alter? Geht's denen gut? Schaut euch die an. Bei dem sieht das doch ganz normal aus, bei der hier vorne, bei der netten Dame. Aber bei denen da hinten, die Pferde, Junge, die sind komplett am Rumbangen. Wie geht's eigentlich deinen Jiggy-Dagger-Dugo Jackson? Lol, guck mal, ich habe herausgefunden, wie man sich dreht. Wow, guck mal, so kann man sich drehen mit dem Pferd. Lol. So, wenn man der Kann man nur maximal 3 Haustiere ausrüsten. Ja, kann man. Deswegen ist so voll ohne. Oh, warum leuchtet dein Haustier? Hä? Ja, das ist Gold. Hä, wie hast du das denn gemacht? Tja, wie viel gibt Profis das Plus? Verraten ihre Tricks nicht. Wie viel gibt das Plus? Erzähl. Das macht Plus 2.8x. 2.8x, ey, das ist ja voll wenig. Guck mal, Billy, was ich jetzt hier mache. Ja, ich ziehe jetzt hier für 99 Robux einfach ein Ei, Leute. So ein Zirkus-Ei, Leute. Lass mal, warte mal, ist das dieser Glitch oder was?
Nee, das ist das nicht. Okay, Leute, wir ziehen jetzt ein Zirkusei. Lasst alle mal ein Like da und ein Abo, damit wir Glück haben, Freunde. In 3 Sekunden. 1, 2 und 3. Let's go! Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Und ist das gut, Leute? Ist das gut oder ist das das Schlechteste? Das ist das Schlechteste. Aha. Ich bin 20 plus, Junge. Mann, ich kriege immer die schlechtesten Sachen. Aber Leute, es ist trotzdem so gut, dass ich einfach schon 100 plus bekomme. Wow, let's go. Und warte mal, ich kann ja auch schon hier trainieren. Ey, Leute, übrigens, die Laufräder werden hier immer krasser. Und bei 2 Millionen Energie kann man hier vorne trainieren. Aber wir haben erst 4000 Energie. Das heißt, wir können erst hier trainieren, oder? Wie viel braucht man für das? 5000. Okay, wir haben gleich 5000 und... Oh, guck mal, wie viel Plus bekommen. Okay, jetzt können wir hier trainieren. Bei der einen hier. Oh, jetzt sind wir auch ziemlich schnell, oder nicht? Jetzt sind wir auch ziemlich schnell, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir sparen ungefähr auf 10.000 Energie. Und sobald wir 10.000 Energie haben, gehen wir mal schauen, ob wir ein krasseres Pferd kaufen können. Okay, Freunde? Wie krass wäre das, wenn wir ein krasseres Pferd kaufen können? Zum Beispiel so ein blaues. Guck mal, die haben hier einfach lilane Pferde. Aber ich will ein blaues Pferd. So, noch ein paar Mal. Wir kriegen schon 250 Plus pro Sekunde. Das ist richtig OP, Freunde. Ey, Billy, du wirst niemals so krass wie ich, Junge. Niemals. Okay. Was habe ich hier? Junge, warum bin ich nackt? Seht ihr das? Warum bin ich nackt, Junge? Was? Alter, Junge. Das, was zum Fisch, Leute? Was so Billy-Poops, Junge? Warum war ich nackt? Junge. Oh, guck mal hier. Wir können hier schon die nächsten Pferde ausrüsten. Hier einmal ein pinkes und einmal ein lilanes. Lol. Und hier ist ein VIP-Pferd. Digga, wie krass sieht das denn aus? Leute, lass uns das VIP-Pferd ausrüsten. Das ist auch cool. Guck mal, wir können hier so springen. Und wow. Aber, Leute... Die Pferde geben, glaube ich, mehr Geschwindigkeit, ne? Ja. Ey, ich habe eine Frage. Ja, Bro? Bist du ein Pupsi-Gesicht? Was für ein Pupsi? Wie nennst du mich? Hab ich gerade recht gehört? Nichts, alles gut. Alter, ganz ehrlich, ich hole mir jetzt ein VIP-Pferd. Das sieht so krass aus, Leute. Purpur und Flamme, ich hole mir das jetzt, Freunde. Boom. Das ist bestimmt richtig heftig. Alter, ausrüsten. So, zack, jetzt brauche ich die anderen Pferde nicht mehr. Das ist das Heftigste. Alter, sieht das cool aus. Yo, Billy, schau mal, wie das leuchtet. Das hat Flammen überall. Alter, sieht das cool aus. Was kann man sich hier für ein Pferd kaufen? Was? Digga, es kostet 400. Nein. Junge. Alter, sieht... Freunde, wenn das cool aussieht, dann schreibt jetzt mal alle #Pferd in die Kommentare. Falls ihr bisher hingeschaut habt, Leute, dann weiß ich, dass ihr aktive Zuschauer seid. Also alle #Pferd in die Kommentare. Abonniert Billy auch. Und das macht ihr am Schluss des Videos, Freunde. Aber erstmal werde ich Billy besiegen. Und falls du gewinnst, Billy, dann müssen alle dich heute abonnieren, okay? Ja, und falls ich gewinne, dann müssen mich aber alle abonnieren, ja? Okay, und wenn ich gewinne, dann müssen alle so Lucky abonnieren. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Egal, Martin. Ey, Billy, du bist echt so ein Pups im Kopf, ne? Machen wir so eingeschlagen, haha. 800 GB plus pro Sekunde, was? Niemals, Freunde, wie krass ist das denn? Junge. 800 plus. What the fuck? What the Jiggy Jugga Jugga Jack Jack, Alter, crazy. What the Jiggy Jugga Jugga Jackson. Jackson, Leute, einfach crazy. 40.000 haben wir schon. Guck mal, wir kriegen fast 1.000 plus pro Sekunde. Das heißt, wir können gleich schon hier trainieren. Jetzt war das mal noch ein bisschen trainieren, Leute. 45.000, 46.000, seht ihr, wie das immer hochgeht? 47.000, 48.000. Und gleich haben wir 50.000. Mal schauen, was wir für ein, wo wir hier, ja, wir können hier trainieren. Let's go. Guck mal, wie viel kriegen wir jetzt plus? Ja, schon fast 1.000. Das ist richtig OP. Das ist richtig OP, Leute. Selber. Oh, nicht Popoklapser. Oh doch, Billy, du kriegst einen Popoklapser, wenn du jetzt noch einmal hier frech wirst. So, wir haben 54.000. Mal schauen. Hier vorne können wir bestimmt ein neues Pferd damit ausrüsten. Ja, das haben wir, das können wir haben. Aber Leute, das ist halt nicht so krass, ne? Das ist dieses Pferd, aber ohne Flammen. Und wir brauchen das hier mit Flammen. Boom. Und jetzt lass mal schauen, wie schnell wir sind. Mensch, kein Pupsi ist. Billy, kein Mensch auf der Welt ist Pupsi, außer Verrückte, so wie du. Junge, du bist doch komplett... Junge, let's go, ich bin richtig stark. Ich hab hier schon 3 Leute überholt und jetzt kommt schon noch die nächsten. Ich muss richtig schnell tippen und... Nein, ich schaff's nicht, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich hole mir jetzt sofort einen Autoklicker. So, Autoklicker wird aktiviert, Leute. Aber ich bin schon 7. Platz. Eben war ich noch 9. Platz. Schon mal besser, oder nicht, Freunde? Und 125 Siege. Oh, 450 Siege. Okay, nicht schlecht. Du gibst auf, du darfst nicht aufgeben. Ich darf nicht aufgeben, ich muss durchziehen. Du musst durchziehen, ich zieh doch auch durch. Und 25, was bekommen wir? Und wir haben ein Schwein bekommen. Ernsthaft? Ein Schwein, Leute? Wir können Wiedergeburt machen. Für, wie viel? Du kannst auch Wiedergeburt machen. Ja, ich kann Wiedergeburt. Ich mach das gleich, Freunde. Aber erstmal hole ich mir hier ein paar Eier, damit das sich hier auch lohnt. Oder? Können wir uns Fahrt holen? Nee, können wir nicht. Du bist ein Ei. Ey, Bro, es reicht, okay? Hör auf, mich die ganze Zeit hier als Ei zu blenden, als Pupsi-Kopf. Als was weiß ich, Junge? Das mache ich doch gar nicht. Ach, Billy, du weißt ganz genau, was du machst. An deiner Stelle würde ich leise sein, weil der einzige Pupsi-Kopf hier bist du. So, jetzt rüsten wir die krassen Sachen aus. Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Doch, habe ich, Billy. Und jetzt ruhig auf den billigen Plätzen.
So, Schwein haben wir wieder gezogen. Ey, ich hoffe, wir bekommen hier was Legendäres. Wie krass wäre das, Freunde? Wie heftig wäre das? Bitte, 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 bitte. Nein, wir bekommen die ganze nur die Noob-Sachen. Warum, Leute? Womit habe ich es verdient? Wir machen jetzt Pack-Opening. Komm schon. Und legendär, legendär, legendär. Bitte, bitte, bitte. Oh, spielst nein. Spielst du etwa FIFA? Nein, ich spiele Roblox. Und ey, ich spiel Roblox und ich ziehe nur schlechte Sachen immer. Schon wieder Roblox. Das Schwein. Ich raste doch aus, ey, Leute. Okay, kannst warum du mir könnt Roblox ihr mir nicht, schenken? Leute? Kommt schon. Und was kriege ich raus? Bin ich was Gutes? Nein, ich krieg nur das Dreh. Mir Robux schenken. Ey, ich glaube, ich raste aus. Ich glaube, ich raste aus. Du meinst wohl dein Schwein pfeift. Mein Schwein pfeift, du. Ich krieg dir das so ein Schwein, du. Billy, pass auf, dass du dich verschluckst, Junge. Ey, Billy, übrigens, mein Distrack gegen Simlucky. Wie fandest du den? Wie fandest du den Distrack gegen Simlucky? Ey, Junge, der war zu krass. Alle abchecken. Alle abchecken. Ich hab Epic bekommen. Ich hab Epic bekommen. Was oh yeah, du? Der gibt nicht so viel Plus, aber besser als die anderen. Freunde, also falls ihr meinen Distrack noch nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Ich verlinke ihn auf jeden Fall oben in der Videobeschreibung. Der war richtig cool gegen Simlucky mit 100.000 Abonnenten-Special bei meinem Uchi-Kanal. Wollt ihr, dass ich hier auch 100.000 Abonnenten erreiche? Dann jetzt alle abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, machen wir eine Wiedergeburt. Boom, zack, let's go. Und jetzt haben wir eine Wiedergeburt gemacht. Ich würde sagen, das heißt, wir können ein bisschen trainieren und mal schauen, damit wir mal stärker werden. Ich trainiere jetzt ein bisschen. Okay. Oh, wir können hier was einsammeln. Let's go, kostenlos einfordern. LOL, richtig krasses Pet bekommen. Let's go. Ja, was ist los denn, Billy? Nicht alles gut. Hä, wie alles gut? Ich krieg 1000 plus schon. Ey, Billy, ich werde jetzt so krass trainieren, bis ich 1 Million habe. Du weißt gar nicht, ich bin der Heftigste. Yo, let's go, Alter. Bis ich 1 Million habe. Okay, Billy, weißt du was? Lass uns so lange Fortnite spielen, solange ich 1 Million nicht erreicht habe, okay? Ja, let's go. Okay, Freunde, ihr müsst immer Multitasking denken, ein bisschen Fortnite zocken. Fortnite ist voll produktiv, Leute. So, komm, hä? Warte mal, Billy ist schon in der Runde. Leute, Billy ist einfach in der Runde. Ich wollte doch mit ihm Fortnite spielen. Naja, okay, egal. Mal schauen, wie viel Stärke wir jetzt haben. 125.000. Ey, ist das krass, Freunde. Lass mal schauen, ob wir jetzt damit den ersten Platz besiegen. Vielleicht ja schon. Vielleicht sind wir schon so heftig, dass wir den ersten Platz besiegen. Wie krass wäre das denn bitte sehr? Okay, hier können wir ein Geschenk sogar noch einsammeln. Let's go. Okay, in den Shop, Leute. Jetzt können wir hier... Wir haben ein paar Geschenke eben bekommen, wo wir ein paar Getränke bekommen haben. Die können wir direkt verwenden. Ich hab Uki gemacht, Uki. In Fortnite, oder was? Ja, in Fortnite. Boah, doppeltes Training können wir einlösen. Ey, ist sowas von egal. Ich werde krass. Ey, Billy, du bist so verrückt, Junge. Du trainierst hier richtig schlecht und ich werde dich aufholen. Du weißt ganz genau, es geht um 1000 Robux. Es geht um 1000 Robux, wenn ich gewinne. Es geht um 1000 Robux, wenn ich gewinne. Ey, Leute, nein. Ich habe 0 Siege, aber ich mache jetzt ein Rennen und mal schauen, wie schnell ich jetzt werde. Komm schon, let's go! Bildet nicht mehr. Ich bin rausgegangen. Komm schon, jetzt muss ich aber es schaffen, den nächsten zu überholen. Alter, let's go. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt auf dem 6. Platz, oder? Wenn ich ankomme. Ich bin auf dem 6. Platz, aber noch lange nicht auf dem 1. Noch lange nicht auf dem 1. Erst auf dem 6. Schade Platz. Schade Schokolade. Schade Schokolade, Marmelade. So. Schade Pupsilade. Billy, was redest du? Egal, weißt du was? Ich werde jetzt hier vorne ein Ei öffnen. Und bitte was Gutes. Komm schon. Und ich hab ein Schweine... Keine Ahnung, was es ist, Freunde. Keine Ahnung, was es ist. Aber wir ziehen einfach nochmal. Vielleicht bekommen wir was Besseres. Und boom, let's go. Oh, 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 oh. Wir haben was Legendäres bekommen. Wir haben was Legendäres für 1% Chance bekommen. Aber es gibt nur 20 plus. Aber trotzdem krass, oder nicht? Es hatte nur 1% Chance und wir haben das bekommen. Das ist nicht heftig? Oh, Alter, guck mal, die sehen alle so rot und böse aus, unsere Tiere. Ey, wie krass sieht das aus? Haustiere plus das Pferd. Einfach nur heftig, Freunde. Ey, Freunde. Komm schon, wir ziehen jetzt hier. Warte, wir spannen auf dieses Ei. 9000, vielleicht bekommen wir da was richtig krasses raus. Okay, Leute. Aber erstmal müssen wir trainieren, damit wir noch stärker werden. So, let's go, Freunde. Wo können wir trainieren? Hier, 50.000 erst. Aber wie viel bekommen wir? Oh, 3500 kriegen wir plus. Nein, das ist schon mal richtig krass. Und wir machen direkt eine Wiedergeburt darauf. Alter, das ist heftig, Freunde. Alter, yo, damit werden wir auf jeden Fall richtig schnell die 500.000 erreichen. Dann können wir hier vorne trainieren. Also bis dann, Freunde. Wir werden jetzt die 500.000 erreichen. Boah, let's go. Wir haben 500.000, 500.000. Jetzt können wir hier trainieren. Und wir bekommen jetzt hier noch mehr Plus. 3.000 plus, let's go, Leute. Das heißt, wir haben 600.000. Und ich glaube, sobald wir 1 Million haben, können wir vielleicht den ersten Platz schon schlagen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig krass, Freunde. Okay, ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter trainieren, bis wir ungefähr 2 Millionen haben oder so. Und dann versuche ich es nochmal, den ersten Platz zu schlagen. Let's go. Alter, Leute, wir haben jetzt so viel gefarmt. 3 Millionen schon mal ein bisschen übertroffen. Wir können, Alter, ich kann die ganze Zeit hier... Ich bin auch so ein... Ach, Leute, ich könnte die ganze Zeit hier trainieren, ne? Was mache ich? Ich trainiere die ganze Zeit vorne und krieg weniger Plus. Naja, wisst ihr was? Ich gehe mal hier vorne hin, kann ich hier schon trainieren. Jo, warte mal. Oh, Alter. Alter, ich kann schon hier ganz hinten trainieren. Junge, Junge, Junge. 5000 kriege ich Plus. Okay, das ist heftig, Freunde. Das ist heftig. Und wir können OP-Pad anfordern. Nein.
Wir haben gerade OP-Pad angefordert, kostenlos, weil wir 30 Minuten gezockt haben. Wie OP ist das? 100! Was? 100 plus gibt das. Und das ist mythisch. Rainbow-mythisch. Schaut euch das an. Krass, Alter. Und mal schauen, wie viel wir jetzt plus bekommen. 11.000. Nein. 11.000. Guck mal, wie schnell das jetzt plus geht. Jo, Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Wir haben gleich einfach schon... Alter, Alter, Alter. Das ist krass, Freunde. Okay, guck mal, wie schnell ich bin. Yo! Wisst ihr was, Freunde? Lass mal schauen, ob wir es schaffen, jetzt den ersten Platz zu besiegen. So, komm schon. Jetzt müssen wir es aber schaffen. Billy, schau mir zu. Ganz genau. Okay. Und let's go! Was? Wie schnell ist der erste Platz, wenn ich erst Vierter geworden bin? Okay, aber nicht mehr so viel Unterschied. Nur noch 2 Sekunden Unterschied ungefähr. Okay, Leute, wisst ihr was? Das Einzige, was wir jetzt machen können, wir ziehen hier vorne krassestes Ei, Leute. Let's go für 9.000. Und boom! Bitte was Gutes. Und wir haben das Einhorn bekommen. Ja, moin. Wir wollen etwas Besseres. Und wir haben ein Hund-Einhorn bekommen. Okay. Lass mal. Okay, die sind nicht gut. Nee, die sind nicht gut. Okay, okay, nee. Die sind nicht so gut, Freunde. Pass. Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach richtig schnell und versuchen irgendwie bei 10 Millionen den ersten Platz zu besiegen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ich werde einfach weiter trainieren, Leute. Einfach weiter trainieren, immer durchziehen, Leute. Let's go. Wir werden das schnellste mit dem Pferd. Guck mal, wir haben hier dieses VIP-Pferd. Und let's go. So, weiter geht's. Und wir können jetzt hier rein. Ah, nee, noch was. 8 Millionen brauchen wir dafür. Okay, dann weiter trainieren. Let's go. Let's go, 8 Millionen. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, wir müssen halt wirklich... 200 Millionen haben oder so, um den letzten noch zu erreichen. Das wäre halt wirklich krass, um den ersten Platz zu erreichen. Gehen wir mal nochmal eine Wiedergeburt. So, zack, weiter trainieren. Ende aus. 14 Millionen, Leute. Mehr kann ich auch nicht, Alter. Wie lange trainiere ich hier schon, Junge? Ich weiß gar nicht, Alter. Wie lange trainiere ich hier, Junge? Okay. Junge, darauf erstmal eine Runde Fortnite. Was für Fortnite? Okay, also wir verwenden mal hier die ganzen... Tränke, keine Ahnung, Glückstrank, Diestrank, Schnelligkeitstrank. Und jetzt würde ich sagen, rennen wir mal. Wenn wir jetzt nicht erster Platz werden, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann weiß ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt so hart trainiert, ne? Und... Bro, willst du mich... Digga! Was ist? Ich bin noch immer Vierter. Ich bin noch... Alter, man braucht halt wirklich so 200 Millionen, oder um Erster zu... Ich habe Autoklicker und vertrau mir, das bringt nichts, Digga. Freunde, heute zeichnen wir in Roblox. Und der am besten zeichnet, ist der Gewinner von den Runden. Denn wir sind hier mit ganz, ganz vielen Leuten und auch Sam Lucky. Profizeichner. Du bist Profizeichner? Wahrscheinlich, Freunde. Mhm. Wahrscheinlich ist der Profizeichner. Das werden wir jetzt gleich sehen. Jeder hat ein Thema bekommen und das Thema ist Käse. Bei dir auch, Sam Lucky, oder? Ja, ich weiß, wie man Käse zeichnet. Ich zeichne den okay, Käse, wie können wir Pilz anfangen? An deinen Füßen. Nein. Käsepilz, was laberst du für? Okay, Käse ist gelb, Freunde. Deshalb würde ich sagen, Paletten, was ist das denn? Also wir zeichnen am besten so ein Cheese. Guck mal. Bam. Ich bin nicht der beste Zeichner, deswegen wird es schwer, Freunde, heute den Platz 1 zu ergattern. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. Und ich glaube, das ist ein Käse, oder? Ich weiß nicht, ist es ein Käse? So, warte mal, wir machen mal hier vorne noch mehr. Also das ist so ein abgeschnittenes Stück. So, okay. Das hier ist ein Käsestückchen. Das sieht aus wie, auch ein bisschen wie eine Pizza, oder nicht? Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine Pizza. Was hat ein Käse für? Was können wir noch hinzufügen? Also ich würde sagen, wir machen alles am besten gelb. Wie können wir alles direkt gelb machen? Okay, ich glaube, wartet mal. Was ist das hier? Ah, okay, das ist so ein Gras. Hä, warte mal, wie machen wir jetzt alles gelb? Hey, du bist eine Leinwand zu füllen. Ah, okay. Ey, nein! Jetzt habe ich mein... Och, Menno. Okay, sag mir nicht, du hast diesen einen Knopf gedrückt. Ich hab außersehen... Hä? Leute. Junge, kannst du nicht lesen, oder was, du Dulli? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt ist mein Malz wieder da. Okay, warte mal. So, wir machen das wieder weiß. So, jetzt müssen wir das hier wegradieren. Ich habe noch keine... Freunde, ich spiele das gerade das erste Mal, müsst ihr wissen. Aber wir sind gar nicht mal so schlecht. Wir schaffen das, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir nehmen unseren Stift wieder zur Hand und wir müssen das jetzt alles ausmalen. Ey, Sam Lucky, wie malt man Sachen schneller aus? Weiß ich nicht. Ich musste alles lange ausmalen. Es gibt hier nicht so ein Tool, dass das kann. Okay, dann mache ich das einfach hier alles schnell aus. So, zack, zack, zack. Okay, hier, ich habe meinen Pinsel einfach dicker gemacht. Boah, dann geht es auch ein bisschen schneller. Hier, Freunde, wir machen einfach alles gelb, weil Käse ist gelb, oder nicht? Wir machen einfach alles gelb. Wir haben noch eine Minute Zeit. Nur noch eine Minute? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch irgendwas krasser machen. Aber irgendwie sieht es nicht so geil aus, Freunde. Hä? Das ist...
Okay, man erkennt vielleicht... Ist halt nur beim Zeichnen, ne? Ne, man erkennt, dass es Käse ist, aber irgendwie soll das doch ein bisschen cooler sein, weil es ist überhaupt nicht cool. Ja, musst du so krass sein wie Sim Lucky. Nee, Sim Lucky ist null krass, Junge. Ich bin viel krasser als Sim Lucky. So, zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Alles ausmalen. Aber Freunde, was fehlt denn noch bei einem Käse? Käse ist doch einfach nur gelb, oder nicht? Hat er noch so Löcher? Viele Käse haben noch so Löcher, aber wie soll ich das zeichnen, Freunde? Ich bin viel zu schlecht dafür. Ich bin viel zu schlecht dafür. So, was ist das denn überhaupt am Rand hier? Das sieht voll schlecht aus. Manometer. So, wir machen das hier wieder zurück. So, zack, zack, zack. Okay, Freunde, wir müssen irgendwie das noch besser... Es muss irgendwie besser wie Käse aussehen, weil es sieht echt nicht so geil aus. Wie kann man denn? Käse ist einfach nur gelb. Mehr weiß ich auch nicht, Freunde. Und diese Löcher, keine Ahnung, wie ich die zeichnen soll. Ich würde sagen, wir machen hier vorne noch so eine Petersilie hin. So ein irgendwas Schönes. So, so, so. Zack, das ist Petersilie, Freunde. Hier vorne so, ein bisschen so. So, Petersilie auch noch dazu gezeichnet. Ein Käse mit Petersilie. Ist auch perfekt, Freunde. Mehr brauchen wir nicht. Oh nein, das sieht ja viel besser aus als meins. Was ist das denn? Nee, sieht voll schlecht aus. Wie, was redest du? Das sieht richtig gut aus. Oh, voll genau. Schlecht. Ey, der hat sogar 3D gezeichnet. Ey, Leute, ich bin so schlecht im Zeichnen, als ob ich... Digga, das sieht echt eklig aus. Das sieht ja nicht aus wie Käse. Okay. Ich habe vergessen, gerade zu bewerten, Freunde. Ah, aber das war auf jeden Fall... Das waren auf jeden Fall gerade 5 Sterne, 100% 5 Sterne. Das ist aber ein Stern, mehr nicht. Ein Stern, mehr nicht. Und... Was? Digga, das ist... Was ist das für Schimmelkäse? Das ein Stern. Na, so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Aber ich hätte es echt so zeichnen sollen wie der eine. Ey, der war echt gut, Junge. Ich hätte es auch so zeichnen sollen. Mann, warum habe ich das so schlecht gezeichnet? Warum war es das so gut? Okay, das geht. Ich würde sagen... Drei besser Sterne. Als das andere davor. Nee, das sind 3 Sterne. Das sieht nicht so gut aus. Irgendwie, das sieht so hässlich aus. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, was ist das hier so? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht. Einfach nicht meins. Ah, guck mal, das ist süß. Ich sag ganz ehrlich, das ist süß. Aber was soll dieser Strich sein? Was soll dieser Strich sein? Keine Ahnung. Das ist ein Teller bestimmt. Ein Teller? Ja, okay, 4 Sterne kriegt er von mir. Aber, oh, man hätte auch so 3D zeichnen sollen. Was ist das denn? Ich krieg gar keine Bewertung von mir. Du hast blau einfach gemalt, wenn du gar nicht checkst. Warum habe ich diese Leinwand... Ach, ich habe das jetzt aus Versehen markiert. Ja, moin. Warte mal, ist markiert richtig gut oder warum? Okay, der ist einfach Schimmelkäse. Nein, 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 nein. Meins ist nicht so schlecht. Also, Freunde, ich sag ganz ehrlich, das Einzige, was bisher besser war als meins, ja, das waren die 3D-Zeichnungen, die gut waren. Ich hätte auch 3D zeichnen sollen. Guck mal hier, das ist meins. Ein Käsestückchen mit Petersilie. Du hast zugegeben, dass meine Zeichnungen besser sind als deine. Hä, warte mal, hast du das davor gezeichnet, diese 3D-Zeichnung? Ja, klar, Junge, ich bin 10-mal so gut wie du. Ich hab doch gesagt, du bist dicker Noob. Warte! Ja, das war meine. Hast du 5 Sterne gegeben? Du bist so schlecht. Hä? Ey, ich bin ja nicht... Lucky Power! Wie kann das hier Platz 1 sein? Wie kann das da rechts mehr als meins haben? Hä? Ich war doch viel besser als der. Ja, der hat gecheatet, aber schau mal, ich war richtig gut, Ukri. Du warst Platz 2? Du bist letzter Platz, du Noob. Ich bin letzter Platz. Wie? Mein Zeichen war doch gar nicht so schlecht. Nein, sah auch echt schlecht aus, Ukri. Freunde, schreibt immer in die Kommentare. Wie fandet ihr meine Zeichnung von einer Skala von 1 bis 10, okay, Freunde? Also, wenn meine Zeichnung gut war, meine Käsezeichnung, dann schreibt mal jetzt alle eine 10 in die Kommentare. Oder halt, ja, okay, ich sag ganz ehrlich, ich finde meine Zeichnung war so eine 6. Also, es war nicht komplett schlecht. Man hat erkannt, dass es ein Käse ist. Okay, Freunde, für die nächste Runde brauchen wir unbedingt eure Hilfe. Deshalb, Leute, lasst jetzt alle ein Like auf dem Video und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Der nächste Thema ist Haustier und ihr müsst mir helfen in 3, 2, 1 und alle liken und abonnieren. Okay, Thema Haustier. Ich bin so schlecht im Zeichnen. Ich habe überhaupt keine Ideen. Was kann Thema Haustier sein? Ich schau mal nach. So Thema Haustier. Ich gebe das jetzt mal ein. Thema Haustier. Haustier zeichnen schnell. So, Freunde. Ich schumme jetzt einfach. Ist mir auch sowas von egal. So, Freunde. Ihr seht selber. Wir schauen uns jetzt an. Was können wir hiervon zeichnen? Sollen wir Meerschweinchen zeichnen? Meerschweinchen sind süß, ja? Ich hatte auch mal damals ein Meerschweinchen. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr ein Haustier? Ja oder nein? Und wenn, was für ein Haustier habt ihr? Das interessiert mich wirklich sehr, Freunde. Deswegen schreibt es alle in die Kommentare. Ey, Meerschweinchen sind süß. Deshalb, ich würde sagen, wir zeichnen jetzt Meerschweinchen. Okay, Freunde, wie können wir Meerschweinchen zeichnen am besten? So, am besten hier so ein Kopf. Bam, bam, bam. Okay. Zack, zack, zack. Das sind so die Schnäuchchen. Oh, Leute, ich bin so schlecht im Zeichnen. Ich bin wirklich eine Blamage. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, dass ich euch antwortet. Nein! Warum bin ich so schlecht? Was soll ich denn zeichnen, Freunde? So, zack. Eine Mund... Das sieht so schlecht aus. Was ist das denn? Okay, aber irgendwie sieht das süß aus, oder nicht? Sag mal ehrlich. So, wir machen das mal grau, so zack, zack, zack. Ey, das sieht aus wie eine Katze, oder nicht? Der hat auch so 3 Schnäuzchen. Oh, Mann, ist... Ey, Leute, ich kann es vergessen. Ich radiere das dann alles wieder weg. Das ist so hässlich. Nein. Ey, Sam Lucky, was machst du für ein Haustier? Ich mache einen Hund. Einen Hund? Okay, dann mache ich auch einen Hund. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Warum machst du mir das nach? Okay, ich brauche mehr Zeit, oder? Warte, komm. Jetzt mal richtig anstrengen. So, das ist der Schnäuzer. Mal hier vorne machen wir einen Mund rein. Ach, das sieht so verdammt schlecht aus, ne? Oh, Mann. Das sieht so schlecht aus. Hier, das ist der Mund. Nein, das sieht einfach nur schlecht aus, Freunde. Ich geb's auf.
Ich gebe sowas von auf. Ich bin der schlechteste Zeichner, den ihr kennt, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Ich hab nicht gewonnen, Ukri. Ich glaube, zweite will ich auch wieder. So, das ist die Nase. Zack. Och, Mann. Okay, aber ey, Leute, langsam mal merkt, was das sein soll, oder? Langsam mal merkt, was das sein soll. Wie sieht denn hier unten das beim Hund aus? Ich habe keine Ahnung. Warte, irgendwie so. Ja, ungefähr so, Freunde. Ich bin Profi. Ja, sieht aus wie ein Hund. Oder nicht? Hallo? Hilfe. Sieht das aus wie ein Hund, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wartet mal. So, hier vorne muss der Mund ein bisschen besser gekennzeichnet werden. Die Augen. Ey, wir müssen jetzt richtig schöne Augen machen. Wir machen den blauen Augen, weil meine Lieblingsfarbe ist blau und zack, 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 zack. Hey, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Ey, ich habe so wenig gezeichnet, aber man erkennt das. Was ist das denn bitte sehr? Das ist okay. Das ist ein Hund. Das hast du nicht selber gezeigt, oder? Doch, gib 5 Sterne, ey. Das ist ein Stern, ein Stern mehr nicht. Nein, das sieht aus. Du weißt, wie das aussieht. Das sieht aus wie ein. Oh nein, Ukri, das will ich gar nicht sagen. Hä, wie sieht das aus? Sag ich dir nicht, Ukri. Haus. Das ist gut, das ist gut. Das warum ist das Sterne. Gut zum Lucky? Ist besser als deins, Ukri. Das wäre Meerschweinchen. Ja, nee, Meerschweinchen. Ist Schildkröte, ja, okay, das sieht cool aus. So. Da gebe ich einmal. Aber ist easy zu zeichnen. 4 Sterne. 4 Sterne. Nee, 2 Sterne. Okay, als nächstes ein Schmetterling, Freunde. Ja, aber ich finde, es sieht nicht so gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Hund zeichnet. Der Hund ist auch übelst schwer zu zeichnen, sage ich euch ganz ehrlich. Wie soll man einen Hund zeichnen? Wenn man die Tricks drauf hat, aber ich sage euch, boah, das ist ein Hund. Ey, ist richtig guter Hund. Ey, das ist bestimmt dein Sim Lucky, 100%. Nein, ist nicht, aber ich habe was anderes. Aber ich finde, das ist bisher das Beste, oder nicht? Ja, klar, Sim Lucky kann am besten zeichnen, aber es ist ja, ich wusste doch, das ist dein Bild. Das ist dein Bild, Sim Lucky. Sim Lucky ist echt ein Profi. Ey, das könnte mein Bild sein. Das könnte ein Bild sein, Junge, so schlecht wie ich zeichne. Freunde, ich glaube, ich muss echt mal Zeichnen üben, weil ich habe das nie, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben gezeichnet. Ich sag ganz ehrlich, das Einzige, was ich gezeichnet habe, war in der Schule. Sonst nie, Leute. Und Kunst hatte ich schon so lange nicht mehr. Und die Gewinner sind Sim Lucky! Ja, war doch klar, dass du gewinnst. Ey, Leute, ich muss einmal eh gewinnen, bitte. Bitte, also, okay, einmal gewinnen. Du bist besser im Zeit. Du bist schon wieder letzter. Schon wieder letzter. Ey, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, ihr habt alle noch kein Like gelassen. Deswegen bin ich so schlecht. Es liegt an euch, Freunde, nicht an mir. Es liegt an euch. Okay, komm, wir müssen jetzt. Kacke. Wir müssen einmal jetzt gewinnen. Kommt schon, Freunde, bitte. Wir müssen jetzt uns sowas für anstrengen. Nächstes Thema, ich werde rasieren. Ich werde rasieren, Sim Lucky. Vertrau mir, okay? Ich werde jetzt einmal zumindest in die Top 3 und dich überholen. Komm schon. Okay, Freunde. Ich kann es nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin so richtig traurig. Ich habe einfach jetzt schon zweimal letzter. Bin ich so schlecht im Zeichnen? Oh, Leute, es tut mir leid, Mann. Aber Sim Lucky ist dafür Profi. Und wenn ich Sim Lucky schlage, bin ich auch Profi. Hashtag Noob in die Kommentare. Nein, nicht Hashtag Noob, Mann. Jetzt gewinne ich aber. Boah, Spinne, komm. Spinne ist einfach zu zeichnen. Hashtag Rot besser. Nein, Blau ist besser. Freunde, wie können wir jetzt Spinne zeichnen? Ja, okay. Boah, ich habe keine Ahnung. Wie zeichnet man eine Spinne, Mann? Ey, Sim Lucky, wie hast du das in deinem Kopf, diese Zeichnungen? Ich hab das mit Hund habe ich. Ich hab im Internet geguckt. Du hast im Internet. Ja, war doch klar, Junge, dass du ein Cheater bist. Du hast auch geguckt, du warst auch viel schlechter, haha. Okay, warte mal. Wir geben jetzt mal ein. Einfach eine Spinne zeichnen. Spinne, einfache Zeichnung. So, das machen wir jetzt einfach ab, Freunde. Machen eine richtig gute Spinne. Hä? Leute, das ist voll OP. Wir machen das jetzt einfach hier. Wir zeichnen einfach. Warte mal, welche Spinne können wir. Komm, ich glaube, wir zeichnen die. Die ist am einfachsten. Freunde, wir zeichnen die Spinne. Wir nehmen das als Beispiel. So, zack, zack, zack. Perfekt. So, das können wir jetzt zeichnen. Okay, nächste Runde. Wir werden gewinnen, Freunde. Platz 1. Wir machen jetzt den Cheat so wie Sim Lucky. Okay, wir machen hier einen kleinen Faden. So, einen Faden runter. Das ist richtig schief. Okay, ich werde jetzt einfach aus meinem Herzen zeichnen, Freunde. Ob es gut aussieht oder nicht, ich weiß nicht. Aber ich werde aus meinem Herzen zeichnen, Freunde. Das ist der Faden. Machen wir hier den Körper hin. So, zack. Boah, die sieht nicht mal so schlecht aus, sag ich euch ehrlich. Vielleicht schon. Vielleicht bin ich böse, Freunde. So, zack, zack, zack. Der Körper. Ready ist halt auch mit einer Maus. Ne, ist nicht so einfach, Freunde, müsst ihr euch vorstellen. Ich zeichne Spider-Man. Du zeichnest Spider-Man? Ist doch voll die gute Idee, oder? Ist eine gute Idee, hast du recht, Sim Lucky. Ey, das sieht so schlecht aus. Das sieht so schlecht aus. Nee, ich gebe auf. Ich gebe auf, Freunde. Es sieht so kacke aus. So, wir machen den Faden mal ein bisschen kleiner. Und wir versuchen das Ganze nochmal. Okay, aus meinem Herzen, Freunde. Aus meinem Herzen muss ich zeichnen. Dann ist es immer gut. So, okay, vielleicht nicht immer, aber ich zeichne das jetzt so wie ein Profi. Leute, let's go. Hier vorne kommt das Auge. Okay, das muss dünner. Das muss dünner sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur noch eine Minute. Nein. Komm, ich muss das richtig gut machen. So. Ich habe die Augen geschafft. Let's go. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Hier vorne. Nein. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So. Hier kommen diese ekligen Spinnensachen hin. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Was wir eben schon gesehen haben. Und jetzt die Füße. Das Wichtigste. Zack, zack, zack. Haha. Ein Fuß. Zwei Fuß. Drei Fuß. Und Leute, eine Spinne hat immer vier Füße auf beiden Seiten. Hässlicher Krüppelfüß. Füß sein. Oh nein. Oh nein. Ich habe alles versaut, Leute. So, das müssen wir wieder ganz machen. Und jetzt machen wir mal einen richtig schönen Fuß. Der letzte. Okay. Nein, nur 10 Sekunden. Okay, ich darf die Füße nicht vergessen. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und auf der anderen Seite genauso. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh nein, was mache ich? Okay, egal. Das ist alles, was ich habe. Nein, ich habe so schlecht gezeigt. Das war so einfach und ich habe nicht mal das hinbekommen. Okay. Okay. Also, ein Spinnen. Findest du das.
Okay, aber es ist in Ordnung. Das geht, ist in Ordnung. Drei Sterne voll. Wir wollen hier fair bewerten. Drei Sterne sind gut, aber ich glaube, meint es nicht so schlecht. Ich glaube, ich bin nicht auf dem letzten Platz. Nee, ein Stern ist schlecht. Verstehst du mal, was ja, du sollst hier sein? Geht klar. Zwei Sterne. Der hat einen Kreis gezeichnet und hier irgendwelche Sachen, das ist komplett einfach. Okay, ein Stern. Ich würde sagen, meint es nicht so schlecht. Was ist. Leute, warum malen die. Warum schreiben die irgendwelche Sachen dort rein? Null Sterne. Hey, ich gebe. Ein Stern hier. Fertig. Schlecht. Ey, ich schreibe im Chat, ist schlecht. Was? Man kann sogar in den Chat schreiben. Ich frage mich, was die meinen. Okay, das ist ganz in Ordnung. Aber, Sebastian, ich weiß, dass es von dir ist. Das merkt man sofort. Warum? Ja, ist 100% deins. Aber ich gebe dir 4 Sterne. Das ist nicht meins. Das ist deins. 100%. 100%. Nein! Doch! Und hier kommt das Meisterwerk von allen. 5 Sterne. Hä? 100%. Ey, ist gar nicht so schlecht, aber ist, nee, eigentlich einfach voll schlecht. Ich gebe dir 4 Sterne. Ich habe 100% gewonnen. Das ist das Beste von allen. Vielleicht. Oh, ich gebe es wirklich Spider-Man. Vielleicht bin ich das auch. Was denn lange, als ob du so schlecht Spider-Man gezeigt hast? Es gibt von mir 1 Stern. Das sieht voll schlecht aus. Nein, voll gut. Wer ist das, als ob du so schlecht gezeigt hast? Haha, diesmal bin ich der Gewinner. Diesmal bin ich der Gewinner. Let's go. Was? Wie kann dieser Spider-Man vor mir sein? Wie hat der gewonnen? Wie hat der gewonnen? Aber du bist hinter mir, Sablaki. Das heißt, ich bin Profi. Ja, let's go. Nein, ich bin hinter dir. Du bist hinter mir. Ich habe viele Punkte wie du. Ja, let's go. Let's go. Ich bin Dritter und du bist Vierter. Wie kotzt du? Ey, Leute, verstehe ich. Die haben auch voll unfair gewertet. Meins war eigentlich das Beste, Freunde, ganz ehrlich. Also schreibt in die Kommentare, wie fandet ihr meine Spinne von der 1 bis 10? Und ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht zu zeichnen. Ich glaube, beim nächsten Mal zeichne ich besser. Wir machen noch so eine Folge, Freunde. Bei 1000 Likes machen wir noch eine Folge. Und da werde ich wirklich üben. Da werde ich ein Profi sein. Okay, also, Freunde, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Blacky auch gerne. Und nächstes Thema ist Noob. Okay, komm, Freunde. Wir machen kurz einen Noob. Noob! So, das soll jetzt der Blacky sein und der ist der Noob. Also, Freunde, haut rein, drückt auf die nächste Folge, schnell, die hier eingeblendet wird. Ciao, ciao!